Ja, mit einem herzlichen Hi-Ho begrüße ich euch alle, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 6, Aufstieg eines Königreichs. Die 6 müsst ihr euch dazu senken, also es ist der 6. Siedlerteil. Und damit beginnt auch mein kleiner Eintauch. Ja, wie soll ich das Wort nennen? Unser kleiner Abstecher in die Siedlerwelt. Denn ich habe jetzt vor, parallel Siedler 6 und Siedler 7 zu Let's Playen. Nachdem wir jetzt eine ganze Weile ziemlich viele Rollenspiele hatten, wird bei an der Zeit ein bisschen mehr auf die Strategiespiel-Nische zu tauchen. Deswegen gibt es heute erst einmal Siedler 6. Und zeitgleich auch Siedler 7 natürlich. Gut. Ich denke mal, ich rede nicht so lange um den heißen Brei herum und erkläre euch, was Siedler 6 ist. Großartig. Aber bevor wir anfangen, noch ein Vorwort. Ihr werdet es wahrscheinlich schon hören, dass ich vielleicht ein bisschen anders klinge. Das liegt daran, dass ich ein neues Mikro habe und dann ein paar Soundeinstellungen umdrehen musste. Ja, deswegen nicht wundern, falls ihr denkt, dass ich ein bisschen anders klinge. Hoffentlich besser. Gut. Wir steigen gleich in die Kampagne von Siedler 6 ein. Mit der ersten Mission Westwolf. Und dann werdet ihr ja sehen, worauf ihr euch hier einlasst. Willkommen im Westholm. In eurer königlichen Stadt leben zuverlässige und fleißige Siedler, die unter eurer Herrschaft glücklich und zufrieden sind. Von hier aus könnt ihr eure Ritter entsenden, um den Siedlern in fernen Ländern beizustehen und euer Reich zu vergrößern. Mit ihrer Hilfe könnt ihr es schaffen, das ganze Königreich in neuem Glanz wieder auferstehen zu lassen. Euer Majestät, ich bin Lord Marcus und dies ist Lady Alandra. Wir danken euch, dass ihr uns zu euch gerufen habt. Wir sind stolz darauf, in euren Diensten zu stehen. Wir möchten euch auf ein Problem aufmerksam machen. Wählt einen von uns, um sich dieses Problems anzunehmen, sobald ihr meinen Bericht vernommen habt. Banditen überfallen die Händler in unserem Königreich. Ihr werdet diese Karte wiedererkennen. Sie zeigt die königliche Stadt in Westholm, unsere Heimat. Wir haben Berichte erhalten, wonach Banditen die Händlerkarren auf der südlichen Handelsroute überfallen. Lady Alandra und ich schlagen deshalb vor, dass einer von uns beiden an dieser Stelle eine Siedlung in der Nähe der Handelsroute errichtet. Eine Siedlung dort wird die Händler schützen und die Banditen in Schach halten. Schickt mich, Majestät!
Ich werde diese Gesetzlosen ihrer gerechten Strafe zuführen. So, nach der kleinen Einweisung hier. Also so wird das jedes Mal ablaufen für jede Mission. Dass wir erst ein Briefing kriegen, Karte sehen, also die Gruppenkarte. Und uns dann einen unserer Ritter aussuchen können, dem wir diese Mission schicken. Jeder Ritter hat seine eigenen Boni, also ein Aktiv- oder ein Passiv-Boni, der uns eben helfen sollte, die Mission zu bewältigen. Also sollten wir je nach Mission uns gut überlegen, welchen Ritter wir schicken. Gucken wir uns erstmal die Missions... Achso, das ist schon dasselbe. Schickt mich, Majestät. Ich werde diese Gesetzlosen ihrer gerechten Strafe zuführen. Okay, Missionsbeschreibung, wiederholen wir die Mission nur. Euer Majestät, Marcus ist jung und mutig, gewiss. Doch in diesem Fall solltet ihr lieber auf meine Erfahrung vertrauen. Ja, der Vorführeffekt. Wir können uns leider die Karte nicht nochmal ansehen. Das ist schade. Aber auf der Karte sieht man halt wirklich die Sektoren, die Städte, Ausgangsposition und so weiter, was ich ganz cool finde. Und ja, ich finde es auch cool, dass man halt am Anfang einen Ritter aussucht. Darf, der einen sozusagen vertritt der Mission. Gut, die erste Mission ist sozusagen die Tutorial-Mission, also brauchen wir uns da nicht viel große Gedanken machen. Außer, dass Alandra einen zu großen Kopf hat, ehrlich gesagt. Für die erste Mission, und das ist auch die einzige Mission auch, werden wir auch Alandra auswählen. Ich mag es. Wir können uns aber ihre Ritterinformationen mal ansehen, also ihre Boni, die sie haben. Ich bestärke die Siedler in ihrem Glauben und sie spenden mehr Gold in der Kollekte. Dank meiner Kenntnis der Medizin kann ich erkrankte Siedler heilen. Ja, genau. Also hier steht, sie hat einen festen Glauben, ist stolz auf ihre Wissen um die Heilkunst. Ich kriege also mehr Geld, wenn ich die Leute in die Kirche rufe und wenn Siedler krank werden, kann sie sie theoretisch heilen. Sie ist also mehr der religiöse Ritter, Marcus ist der militärische Ritter. Immer der Beste. Wie man schon hört. Ich benötige weniger Gold, um Bataillone zu rekrutieren. Die Soldaten brennen darauf, für mich zu kämpfen. Ich kann meine Soldaten mit Fackeln versorgen, wenn sie in der Nähe sind. Ja, Markus ist ein junger Ritter, der sich eine hohe Position Schritt für Schritt erarbeitet hat. Er kann eben Bataillone, also mein Militär, wird günstiger rekrutiert als passiv. Und er kann Fackeln an Soldaten ausgeben. Die müssen dann nicht wieder zurück zur Kaserne laufen. Was Fackeln sind, sehen wir auch gleich in der ersten Mission. Ich erwarte eure Entscheidung, euer Majestät. Aber starten wir aus besonderem Grund, was wir dann sehr viel später erst in der Kampagne sehen werden. Alandra. Ja, wir müssen eine Stadt in der Nähe der Handelsstraße errichten. Das hält Banditen zurück und macht den Händler handelssicherer. Good. Willkommen bei Die Siedler. Ich habe mir erlaubt, unsere Mission vorzubereiten. Bitte drückt die hervorgehobene Schaltfläche, um fortzufahren. Und wie gesagt, wir sind jetzt in der Tutorial-Mission, also wird alles ein bisschen träge sein erstmal. Erst ab der nächsten Mission wird es dann interessanter. Die Übersichtskarte rechts zeigt das ganze Missionsgebiet. Die Grenzen der Territorien sind als farbige Linien eingezeichnet. Ihr könnt auf die Übersichtskarte klicken, um die Kamera an eine andere Stelle zu bewegen. Zoomt heraus, indem ihr das Mausrad rollt. Drückt den mittleren Mausknopf, um die Kamera zu bewegen. Ich erwarte euch auf dem Marktplatz der königlichen Stadt Westholm, die sich östlich von euch befindet. Also eigentlich das Kameratutorial. Und ja, ich werde die Maustasten benutzen, weil ich habe eben mit zwei Monitoren ein Problem, dass das Spiel den Rand hier nicht richtig Captured und ich ständig out of border gehe, deswegen werde ich mit den Pfeiltasten sowieso, wie man sie meist in jedem Strategiespiel machen sollte, scrollen oder halt direkt klicken. Was ein bisschen lag könnte, aber das war schon immer ein Problem bei der ersten Mission. Hier bin ich. Sehr gut. Lasst uns fortfahren. Ja. Um mir Befehle zu erteilen, müsst ihr mich zuerst anwählen. Bewegt den Mauszeiger auf mich und drückt die linke Maustaste. Ihr könnt mir einen Marschbefehl erteilen, indem ihr an die Stelle rechts klickt, an die ich mich bewegen soll. Versucht es und ich werde unverzüglich aufbrechen. Jawohl! Das war leicht, nicht wahr? Als nächstes begeben wir uns zu Lord Marcus. Er befindet sich in der Nähe des Südtors von Westholm.
Hier unten. Sofort. Also ja, man sieht schon, unsere Hauptstadt ist groß. Seid gegrüßt, Lady Alandra. Ich wünschte, ich könnte mit euch kommen, um es diesen Banditen mit gleicher Münze heimzuzahlen. Ja, nur leider haben wir dich nicht ausgewählt. Ihr müsst eine neue Siedlung errichten und so dieses Gebiet sichern. Die Banditen haben in den letzten Monaten etliche Händler überfallen. Ja. Es gibt hier eine alte Burg, die wir als Basis verwenden können. Ihr findet sie, wenn ihr diese Straße nach Süden nehmt und dann dem Pfad nach Westen folgt. Ah, ein Ritter. Gut, dass ihr von unserer Majestät geschickt wurdet. Die alte Burg liegt westlich von hier. Folgt einfach dem Pfad. Auf euren Befehl. Danke, Mönch. Das hätten wir jetzt vielleicht nicht herausgefunden. Jawohl. Auf euren Befehl. Sofort. Auf euren Befehl. Alles klar. So, und da sind wir auch schon. Wählt den Marktplatz durch einen Klick mit der linken Maustaste an. Ja, den Marktplatz, das ist das Gebäude hier. Dies ist der Marktplatz. Eure Siedler kommen entweder hierher, um zu feiern, oder um euch zu zeigen, dass sie unzufrieden sind. Wählt nun die Burg an. Ja, das hier ist unsere Burg. Dies ist unsere Burg, in der unser Gold gelagert wird. Die Goldmenge wird am oberen Bildschirmrand neben dem Ruf der Stadt angezeigt. Wählt nun das Lagerhaus an. Dies ist unser Lagerhaus, in dem wir Rohstoffe aufbewahren. Die vorhandenen Rohstoffe werden am oberen Bildschirmrand angezeigt. Der Ruf unserer Stadt wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. Derzeit ist er sehr niedrig, aber wenn unsere Stadt wächst, wird auch ihr Ruf sich verbessern. Ruft das Menü Stadtinformationen auf, indem ihr die hervorgehoben. Das Menü Stadtinformationen zeigt die Anzahl der Siedler, Ehefrauen und Soldaten in eurer Stadt an. Wenn ihr abermals auf die Schaltfläche klickt, schließt ihr das Menü wieder. Öffnet die Goldübersicht am oberen Bildschirmrand, indem ihr die hervorgehobene Schaltfläche anklickt. Die Goldübersicht zeigt die monatlichen Steuern und den Sold eurer Truppen. Später könnt ihr diese Werte einstellen. Schließt dieses Menü, indem ihr abermals die Schaltfläche anwählt. Öffnet die Rohstoffübersicht am oberen Bildschirmrand, indem ihr die hervorgehobene Schaltfläche anwählt. Die Rohstoffübersicht zeigt alle Rohstoffe im Lagerhaus an. Holz und Stein, die zum Bauen benötigt werden, werden immer neben der Schaltfläche angezeigt. Ihr könnt das Menü schließen, indem ihr abermals die Schaltfläche anwählt. Beginnen wir damit, unsere Siedlung zu errichten. Das Baumenü befindet sich am rechten Bildschirmrand. Wählt in diesem Menü nun das Rohstoffgebäudemenü an. Muss mal ganz kurz spielen. Ob wenn ich das Scrollen ein bisschen angenehmer machen können. Ja doch, so ist es besser. Immer noch ein bisschen hakelig teilweise, aber es geht. Okay, ja. Nachdem wir jetzt ziemlich viel Einweisungszeug gekriegt haben, auch gerade wegen den Menüs hier oben, ganz kurz, eigene Erklärung. Das Lagerhaus beherbergt nur Rohstoffe. Also die 8 Rohstoffe, die man hier sieht, das sind wirklich Rohmaterialien. Die Produktionskette in Siedler 6 ist im Gegensatz zu vielen anderen Siedlerteilen recht einfach. Die Rohstoffgebäude, die alle unter diesem... Als erstes benötigen wir Holz, um eine Stadt aufzubauen. Wählt deshalb das Symbol mit der Holzfällerhütte an. Also ja, was ich gerade sagen wollte. Alle Rohstoffgebäude werden unter diesem Reiter mit der Schubkarre geführt. Sieht man auch zum Lagerhaus. Und alle anderen Gebäude holen sich halt aus dem Lager dann die Rohstoffe, um sie weiter zu verarbeiten. Aber das werden wir ja auch wirklich sehen. Also. Wir sollten an einer günstigen Stelle eine Holzfällerhütte errichten. Die Fläche bei den Bäumen östlich des Marktplatzes wäre ideal. Neue Siedler kommen aus dem Lagerhaus. Der Holzfäller ist unterwegs, um sein neues Gebäude zu errichten. Ihr könnt zusehen, wie er es baut und danach die Arbeit aufnimmt. Jetzt habe ich nur vergessen, wie man Gebäude dreht. Nein, das wollte ich nicht. Kann es aber auch nicht wieder abreißen. Äh.
Arbeit macht Siedler hungrig, auch unseren Holzfäller. Damit die Siedler Nahrung erhalten, müssen wir eine Jägerhütte nahe des Wildes bauen, das westlich des Marktplatzes lebt. Okay, ich habe jetzt gerade irgendwie gedreht. Unsere Siedler essen kein rohes Fleisch. Das sind Befehle. Gucken wir mal hier. Ist das gebautes Gebäude? Wir müssen eine Metzgerei in der Nähe des Marktplatzes errichten, um Wurst herzustellen. Genau, ich kann auf jeden Fall Gebäude an der Straße ausrichten. Was praktisch ist. Ich würde aber auch gerne Gebäude wieder abreißen können. Ah ja, das wollte ich nicht. Und seht's mir nach. Siedler ist schon eine ganze Weile her, dass ich es gespielt habe. Fahrt- und Straßenbau, Abrissmodus. Position halten. Ach, Umschalt und Mausrad war. Gebäude drehen. Ja, genau. Ah, das ist schöner. Sehr gut. Die grundlegenden Gebäude sind nun errichtet. Der Jäger wird das Wild erlegen und den gewonnenen Rohstoff ans Lagerhaus liefern. Der Metzger holt das Tierfleisch aus dem Lagerhaus und verarbeitet es in seiner Metzgerei zu Wurst. Die Wurst wird anschließend im Regal vor seinem Haus gelagert. Hm? Hungrige Siedler gehen zu einem Nahrungsmittelerzeuger wie dem Metzger, um dort etwas zu essen zu bekommen. Gibt es keine Nahrung, streiken die Siedler auf dem Marktplatz, wodurch der Ruf der Stadt leidet. Exzellent! Wie ihr wisst, erscheinen neue Siedler, sobald Gebäude errichtet werden. Dies gilt auch, wenn ein schon vorhandenes Gebäude ausgebaut wird. Wählt eine Holzfällerhütte an und drückt die Schaltfläche für Ausbauen direkt über dem Gebäude. Also ja, bei Rohstoffgebäuden gilt, das Lager wird größer. Von 3 auf 6 für den ersten Aufbau und von 6 auf 9 auf den nächsten Ausbau. Und auch die rohstoffsammelnden Siedler kriegen bessere Möglichkeiten, die Sachen zu transportieren. Also im Augenblick sind das nur Jungs, die mit einer mit so einem Rückenpack-Ding, ich hab vergessen, wie das heißt, so eine Art Rucksack. Also wir sehen es ja sicher gleich, genau. Die Rohstoffe ausliefern. Auf Stufe 2 kriegen sie einen Handkarren und auf Stufe 3 sogar einen Pferdekarren. Ein neuer Siedler kommt aus dem Lagerhaus, baut das Gebäude aus und nimmt dort anschließend seine Arbeit auf. Folgen wir ihm, bis das Gebäude ausgebaut wurde. Und es transportiert auch jeweils nur ein Siedler dann die Rohstoffe ins Lager. Was die Ressourcenproduktion auch sehr stark verbessert. Während hier unser Metzger. Es geht mir gut. Richtig gut. Ja, schön finde ich. Unser Metzger mit Fleisch kommt und neue Würste macht. So, das Gebäude wird ausgebaut. Im Gegensatz zu anderen Siedlerteilen bauen hier die Siedler ihre Gebäude selber aus. Was auch toll ist. Rohstoffgebäude können ihre Rohstoffe nun mit einem Handkarren schneller transportieren. Produktionsgebäude wie die Metzgerei produzieren schneller, wenn dort mehrere Leute arbeiten. Wir haben nun alle Grundlagen für unsere Siedlung gelegt. Doch bevor wir weitermachen, müssen wir genug Nahrung produzieren. Öffnet die Nahrungsübersicht am. Die Nahrungsübersicht zeigt die Menge der Nahrungsrohstoffe in eurem Lagerhaus sowie die Menge der Nahrungsgüter in euren Stadtgebäuden an. So könnt ihr sehen, ob ihr genügend Rohstoffe abbaut und genug Nahrung herstellt. Schließt die Übersicht, indem ihr abermals die Schaltfläche anwählt. Wir sollten weitere Jägerhütten und Metzgereien bauen, um genug Würste herzustellen. Bewegt den Mauszeiger über eine Metzgerei, um zu sehen, wie viele Würste dort verfügbar sind. Wir können aber auch einfach die Metzgerei und die Jägerhütte erstmal ausbauen. Weil das ist auch so eine leichte Faustregel pro Ressource. Also zum Beispiel hier wird uns ein Reh angezeigt.
reicht ein Ressourcengebäude. Außer man hat es arg eilig. Deswegen im Augenblick haben wir mit der Jägerhütte das Problem, dass wir nur einen Jäger haben. Der auch immer die Rohstoffe, wenn drei vorhanden sind, also wenn das Lager voll ist, ins Lagerhaus tragen muss. Der Holzfäller hier hingegen hat zwei Holzfäller, von dem wird einer Nahrungsversorgung aufrechterhalten. Also er bringt die Nahrung für alle. Er bringt aber auch die Rohstoffe dann ins Lager, wenn voll ist, während der andere Holzfäller eben noch weiterarbeitet und schon mal ein Stück weit füllt. So, bauen wir die Jägerhütte mal auf Maximum aus und auch nicht hier. Und am besten, nee, den Holzfäller lassen wir erstmal noch, weil so viel Holz brauchen wir gerade nicht. Ja, man sieht aber wenigstens, wie das die Häuser immer größer werden. Hier haben wir das Problem, dass wir gerade genau einen Holzfäller haben, den wir nicht bräuchten eigentlich. Der am Verhungern ist. Da sehen wir aber einen Holzfäller, der gerade das Holz mit dem Handkarren ausliefert, während sein Kollege noch an der Arbeit ist. Und ja, Siedler. Eigentlich jedes Siedler ist darauf ausgelegt, dass man sehr viel an Ressourcenoptimierung macht. Also kurze Wege, Gebäude immer ausbauen, dass sie am effizientesten sind. Unsere Siedler sammeln Holz und produzieren Nahrung. Die Grundlagen sind gelegt. Jetzt können wir dafür sorgen, die Siedlung vor Banditen zu schützen. Der nächste Schritt besteht darin, meine Beförderung vorzubereiten. Genau, das ist jetzt das nächste Wichtige für Siedler 6, die Ritterbeförderung. Das haben sie sich ein bisschen aus ihren Anno-Spielen kopiert. Wo es in Anno ja darum geht, den Bürgern der Stadt bestimmte Bedürfnisse zur Verfügung zu stellen, dass die in die nächste Stufe aufsteigen, also zum Beispiel von Siedlern zu Bürgern und dann von Bürgern zu Kaufleuten und von Kaufleuten zu Aristokraten. Das war jetzt so gerade ein, war Anno 1404. Was ich gerade vorgesagt habe, und halt je nachdem, was für Art von Bürgern wir haben, haben wir neue Gebäude. In Siedler 6 ist es jetzt so, ist es so ähnlich, dass wir Bedürfnisse erfüllen müssen, um unseren Ritter zu befördern. Also was heißt Bedürfnisse? Wir müssen Wünsche und Bedürfnisse erfüllen. Bedürfnisse müssen wir immer erfüllen, sonst sind unsere Leute schlecht gelaunt. Wünsche müssen wir erfüllen, damit der Ritter aufsteigt. Das werden wir aber jetzt auch gleich erfahren, oder? Öffnet die Titelübersicht, indem ihr die hervorgehobene Schaltfläche neben der Übersichtskarte anwählt. Genau. Die Titelübersicht zeigt die Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, um einem Ritter einen höheren Titel zu verleihen. Ihr könnt das Menü schließen, indem ihr abermals die Schaltfläche anwählt. Genau, der nächste Titel wäre Landvogt. Sie ist im Augenblick, glaube ich, nur Ritter. Lady Alandra. Euer Aufstieg in den Rang eines Landvogts ist ein wichtiger Schritt, um diese Lande sicherer zu machen. Hm? Oh, wir können jetzt Gebäude einreißen. Möchtet ihr etwas niederreißen? Dann wählt das Gebäude den Pfad oder die Mauer, die ihr entfernen wollt. Die Siedler erledigen dann den Rest für euch. Mhm. Alandra, ich schicke euch eine Fuhre Stein, um damit eure Burg auszubauen. So viel zur Fuhre Stein. Alandra, ich bringe schlechte Nachrichten. Banditen blockieren unsere Steinlieferung. Nun ist es an euch. Nehmt Territorien ein und baut dort Steinvorkommen ab. Helft dabei, die Siedler zu schützen. Banditen haben einen Karren erbeutet. Ja, da haben sie uns die Karren geklaut. Wir sehen jetzt hier oben die... Um Stein abzubauen, benötigen wir einen Steinbruch. Ein solcher befindet sich im Territorium Westwood Curve. Bitte schickt mich rasch dorthin. Machen wir gleich, wenn ich ausreden durfte. Also erstmal unsere Holzfällerhütte Maximum bringen, weil jetzt haben wir genug Nahrung, um uns das leisten zu können.
Hier können wir uns die Missionsziele so ansehen. Oder natürlich auch hier unten die Aufgabenliste so ansehen. Wobei die ziemlich simpel gehalten ist. Wir wählen einen Auftrag an und sehen, schickt die Person zu der Position, erreicht den Titel und so weiter. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall auch alle Hot Votes hier gekriegt, endlich. Gut, die Wetterübersicht können wir uns für die nächste Mission sparen. Diplomatieübersicht auch. Produktionsmenü. Produzierte Güterreserven. Ja, genau, das können wir machen für solche Sachen, zum Beispiel für die Kleidung, damit die Siedler die Kleidung erst nehmen, sobald wir im nächsten Rang sind. Aber so viel dazu später. Jetzt schicken wir sie erst einmal den Pfeil entlang zum Steinbruch, damit wir den erobern können. Um Zugang zum Steinbruch zu erhalten, müssen wir dieses Territorium erobern. Bitte wählt die Schaltfläche Außenposten an und platziert den Außenposten im Territorium, um es einzunehmen. Ein Arbeiter wird sich vom Lagerhaus aus auf den Weg machen und den Außenposten errichten. Sobald der Bau abgeschlossen ist, gehört das Territorium uns. Ja, die Banditen überfallen nämlich hier diesen Bereich, deswegen sind wir hier hinten relativ sicher. Jetzt wissen wir auch, wie wir Territorien einnehmen können. So, unsere Nahrungslager sind voll. Was gut ist. Der Baumeister wird hier unseren Außenposten errichten.